Na Chris, wo gehen wir heute hin? Heute gehen wir zu den Baudigs, zum Andreas und zum Markus. Das ist der gute Marc. Ja, das ist absolut geeignet für PR-Beratung. Macht der mit Sound oder was? Ja, auf jeden Fall. Marc, investierst du in Bitcoin? Noch nicht. Noch nicht? Warum? Ja, okay, gar nicht. Nur Zero? Investierst du überhaupt? Ja, Aktien. Nur Aktien? Aber so passiv. Also. Okay. Wenn du in Bitcoin investieren willst, frag den Flo. Das wäre auch die erste Anlaufstelle. Okay. In unserem TÜV-zertifizierten Bildungsinstitut im Herzen von Koblenz erhältst du genau diese Ausbildung. Ey, voll geil. Wichtiges Thema jetzt einmal. Ich habe jetzt hier den guten Alessandro bei mir. Wir machen hier einen kleinen Vlog. Ja, was die 1% Unternehmer in Deutschland auch, also wo die rein investieren, ob die auch in Krypto rein investieren. Deswegen, Alessandro, wo verdienst du eigentlich erstens dein Geld? Ich verkaufe hochpreisige Produkte und bringe genau das anderen Menschen bei. Okay, sehr, sehr geil. Und investierst du auch in Kryptowährungen? Unter anderem, ja. Unter anderem. Wie viel Prozent von deinem Kapital investierst du denn in Krypto? Wahrscheinlich noch viel zu wenig. Ah, okay. Okay, ungefähr? Von meinem gesamten Kapital? Ja. Unter 1%. Unter 1%. Und in Summe, kannst du das so spoilern? Fünfstellig? Oder? Ja, fünfstellig. Fünfstellig. Fünfstellig, okay, ja, cool. Also knapp sechsstellig. Okay, knapp sechsstellig? Okay. Ist doch schon mal was. Ja, aber ich habe eben gehört, man sollte mehr tun. Wichtig ist ja, Ricardo, wir interviewen ja alle Unternehmer, die 1% tun, Unternehmer in Deutschland. Ja, und die allererste Frage ist immer, was machst du überhaupt genau? Und sagen, ey, warum wird wir schreiben Bücher für Experten, sodass die durch die Bücher Neukunden für ihre Beratungs- oder Dienstleistungen sammeln. Ja, wir haben uns ja auch letzte Woche getroffen, haben wir noch einen kleinen Blog gemacht. Vielleicht hat man das eine oder andere schon hier gesehen. Und jetzt haben wir die nächste Frage. Wie viel von deinem Kapital investierst du in Kryptowährungen? Also 100.000 sind es auf jeden Fall mal gewesen. Mal gewesen? Okay. Wie viel hast du jetzt? Aus den 100 sind es jetzt vielleicht noch 20. Ich bin am absoluten High von Ethereum reingegangen. Dezember. Du hast alles in Ethereum reingetan? Ethereum und vor allem dann also mit Ethereum NFTs gekauft. Ja. Soraya, Fußballkarten. Oh, okay, kenne ich, ja. Genau, da hatte ich damals 12.000 Euro investiert. Ja. Und ich habe einfach im ersten Wochenende eine Karte gewonnen, die war damals ein Ethereum wert. Also damals 4.000 Euro. Ja. Also ich habe Ahnung vom Fußball, ich habe den Code geknackt. Da habe ich dann nochmal 80.000 nachgeschoben. Ja. Dann sind die Kryptos abgekackt, NFT abgekackt. Und, ja. Krass, Mann. Geil. Oder würdest du jetzt noch weiter investieren? Oder? Ja, jetzt wäre es wahrscheinlich sinnvoller, das zu machen. Ne? Ja, so jetzt ist schon... Auf jeden Fall sinnvoller als damals. Sinnvoller als damals, auf jeden Fall, ja. Ich glaube, wir müssen nochmal genau sprechen, auf jeden Fall. Aber geil, auf jeden Fall, ja. Schön transparent, auf jeden Fall. Feiert auf jeden Fall. Ja, man kann nicht immer nur Gewinne machen, das ist immer wichtig. Wenn die Zahlen stimmen. Du brauchst gute Analysen. Der gute Markus Baudig ist auch am Start. Überraschenderweise, ja. Markus, wir machen einen kleinen Vlog. Und zwar, wir interviewen die Top 1 Unternehmer in ganz Deutschland. Da gehörst du mit dazu natürlich. Und wir wollen wissen, wie viel investierst du in Kryptowährungen? Eigentlich zu wenig. Wahrscheinlich zu wenig, ja. Anhand von Zahlen. Basierend auf zu wenig Erfahrung. Okay, wo würdest du hingehen? Wenn ich mich einmal einarbeiten wollen würde, ja, genau. Würde ich wahrscheinlich erstmal ein Käffchen mit dir trinken. Okay, geiler Scheiß. Yannick, wie investierst du dein Geld? Noch nicht in Krypto. Noch nicht in Krypto. Was sagst du dazu? Da ist noch viel Luft auf jeden Fall, da ist viel Potenzial. Was sagst du dazu? Wenn man es sich leisten kann. Viele andere Dinge, weißt du. Wenn man sich leisten kann, die ganzen Renditen nicht mitzunehmen, ist das kein Problem. Ich habe einmal in Krypto investiert, Was ist dann passiert? Das war
Ich glaube 2021, da wo absolute Peak war, dachte ich. Warum eigentlich nicht? Haben wir 10 Mille genommen, haben wir gesagt, komm, ich kauf mal. Und dann? Dann. Keine Ahnung, was jetzt wäre, ich hab nicht mehr geguckt. So, heute geht's für uns los. Ja, auf die Reise. Ja, Chris, wo gehen wir heute hin? Heute gehen wir zu den Baudix, zum Andreas und zum Markus. Und dann lernen wir ganz viele tolle Dinge über Unternehmertum. Okay, ja, ganz wichtig. Und wir nehmen euch natürlich hier wieder mit. Heute haben wir auch gar nicht so einen weiten Weg. Wir müssen gar nicht mit dem Auto fahren, weil wir sind ja eigentlich gefühlt Nachbarn. Und ja, einmal über die Straße gehen und dann sind wir eigentlich schon da. Und wichtig ist immer, dass man sich auch immer fortbilden muss, ja, sich Netzwerke, ja, einfach auch einkaufen kann, sich connecten kann und ja, coole Gespräche hat. Das ist immer ganz wichtig. Und Essen. Essen ist auch wichtig. Essen ist immer ganz wichtig. Vor allem beim Chris ist die oberste Priorität. Direkt hier die erste Probe jetzt gekrallt. Ich habe eigentlich zwei Fragen. Einmal, was machst du überhaupt? Wie verdienst du dein Geld? Wir machen IT-Betrieb, das heißt, wir betreiben für Unternehmen Software, Shops und Webseiten im Internet. Okay, auch geil. Die zweite Frage ist, wie viel investierst du in Kryptowährungen? Oder investierst du überhaupt? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hatte tatsächlich mal ein Investment in Kryptowährungen. Das ist, glaube ich, das am schlechtesten laufende Investment. Also du als Experte würdest jetzt wahrscheinlich sagen, das war eine sehr dumme Entscheidung. War es vielleicht auch. Aber jede Entscheidung bringt dich ja auch immer weiter. Ja, letztendlich hin. Das hat sie auf jeden Fall. Warst du rein investiert? Kannst du das sagen? Es war ein, ich weiß nicht, wie das heißt, ist das wie heißt es, Krypto-Basket. Okay. Also irgendwie so ein Zusammenwurf an verschiedenen Kryptowährungen. Ja. Irgendwie wild zusammengewürfelt, so ein Mix, wo du halt mit einer Transaktion halt relativ breit gestreut bist. Das war so die Idee dahinter. Okay. Ich weiß nicht, ob das smart ist. Aber es ist nicht, nicht so, es ist nicht die Intention. Aber es ist trotzdem auch, dass du hast es gemacht. Aber wie viel hast du rein investiert so von deinem Gesamtportfolio? Nicht viel, ne? Das ist ein paar Prozent. Okay, aber du hast ein bisschen investiert. Ja. Okay. Ja, cool, auf jeden Fall. So, nehmen wir eine gute Jura. Und Juran, ich möchte einfach nur von dir wissen, investierst du in Krypto, ja oder nein? Und wenn ja, wie viel? Nein, beziehungsweise gesagt, noch nicht. Noch nicht, okay, alles klar. Ich habe jetzt den lieben Patrick hier bei mir. Das geht. So, worin verdienst du dein Geld? Ja, also ich bin Synchronsprecher fürs Fernsehen, Kino und Radio. Und ja, das ist natürlich ganz, ganz was anderes als das, was so die meisten machen, wahrscheinlich mit denen du redest. Ja, ich habe damals Bitcoins gekauft. Da gab es ein Bitcoin für 150 Euro. Ungefähr 150, ein paar hundert Euro haben die gekostet, ich weiß es nicht mehr. Ja. Und da habe ich so meine ersten Anfänger gemacht als Sprecher und habe dann mein gesamtes Geld in meinen Kundos gesteckt. Also ich habe immer Bitcoins gekauft, Bitcoin gekauft, Ethereum gekauft, Ripple und dann auch noch irgendwann so ein scheiß Ding wie Bitcoin und so ein Kram. Okay, alles. Also, wie viele Bitcoins hast du jetzt noch? Gar keine mehr. Alle verkauft. Hältst du noch Kryptowährungen? Vielleicht irgendwo, wo ich es nicht weiß. Ah, okay, krass. Also, okay. Das heißt also, okay, wo investierst du sonst noch dein Geld so rein? Ins Business, in Uhren und in schöne Schuhe. In schöne Schuhe, Uhren, ja, okay. Ja, cool. Vielen Dank, Patrick. Sehr gerne. Komm, lass hier einfach so eine Bockwurst essen. Einmal auf der Couch. Ja. Einmal eine Saphirbowl und ein Rinderfilet. Na, ein Block. Medium. Und zwei Kraft. Ja.
Zukunft. Wir dürfen uns nicht verblenden lassen von irgendwelchen Nachrichten. Es gibt keinen negativen Aspekt bei Bitcoin, bei der kompletten dezentralen Währung, warum der nicht an die Höhe geht. Gibt es. Es gibt es. Wow. Wow, was eine Beleuchtung. Ricardo ist einfach in jedem Vlog bei uns drin, so habe ich das Gefühl. Ja, das soll ich auch influencen. Ja. Oh, ist grün. Die Baulix. Die Baulix. So, willkommen zurück. Jetzt haben wir den nächsten Tag, den letzten Tag der Mastermind. Ja, ist auf jeden Fall schon mal ziemlich, ziemlich cool. Und ich bin jetzt auf dem Weg dahin. Heute wird es gar nicht mehr so lange werden. Ich glaube, um 15 Uhr, 16 Uhr ungefähr sollte Schluss sein. Falls der eine oder andere das auch noch nicht mitbekommen hatte, während der Mastermind nur alleine gestern, habe ich ja noch ein paar Trades gesetzt. Heute sogar eigentlich auch, aber der ist nicht ganz reingegangen. Werde ich vielleicht hier nochmal ein bisschen so swipen. Aber wenn du ja gesehen hast, ich habe ja über 14.000 Dollar Profit gemacht. Ja, und das mit gar keinem wirklichen Zeitaufwand. Also es ist wirklich total entspannt. Dann nebenbei ein bisschen noch schauen. Risiko ist auch komplett überschaubar gewesen. Das ist halt einfach wichtig und effizient. Ja, so viel eigentlich dann dazu. So, jetzt habe ich den guten Paul hier neben mir und Paul, wir interviewen ja die Top 1 Unternehmer hier. Wie verdienst du dein Geld und investierst du dein Geld auch in Krypto? Das sind die zwei Fragen. Ja, wir haben jetzt gerade schon mal ein bisschen gesprochen. Also ich habe im Endeffekt eine Agentur, eine externe Vertriebsagentur. Wir machen die Kaltakquise und das Telefonmarketing für andere Agenturen, Dienstleister, mittelständische Unternehmen. Und ja, ich habe tatsächlich mal mein Geld in Krypto investiert. Also einen kleinen Teil investiere ich immer noch. Und ich habe ihm gerade die Story erzählt, dass ich quasi damals mal als 16-Jähriger so 500-600 Euro investiert hatte in Dashcoins. Und die waren natürlich am Anfang so 40-50 Euro wert, wo ich eingekauft habe, glaube ich. Und hatte dann so 10 bis 20 Dashcoins gehabt. Ja, und zum besten Zeitpunkt, wo die gestiegen sind, waren die dann bei 1.000-2.000 Euro pro Stück. Ja, das war ja so das absolute Maximum. Ne? Ja, genau. Hast du realisiert? Oder? Ich habe realisiert, dass der Punkt dann am höchsten war. Und ich mir gedacht habe, geil, jetzt kann ich mit 16 so meine 10-20k mir auszahlen oder verkaufen. Ja, okay. Dann logge ich mich in mein Bittrex-Konto ab, wo ich die eingespeichert hatte. Damals noch völlig unsafe. Ja. Und sehe, fuck, Coins sind weg. Ja, als 16-Jähriger meine ich, war es natürlich scheiße, wo ich mir gedacht habe, geil, jetzt kann ich so 10-20k rausziehen. Ja. Und dann war es einfach weg. Was heißt weg? Sind die gehackt worden? Also wurde gehackt einfach letztendlich und die wurden dann wegtransferiert? Genau, also mein Konto wurde, glaube ich, gehackt. Da ist jemand anders reingekommen und der hat dann die Coins einfach transferiert auf sein Wallet. Ah, krass. Ja. Wie viel Geld investierst du in Kryptowährung? Das wäre mal ganz wichtig. Und, ja. Also ich gehöre nicht zu den Top 1 der Unternehmer, weil ich noch nicht in Krypto investiere. Achso. Ich investiere grundsätzlich, aber noch nicht so. Wie viel investierst du in Krypto? Hast du schon in Krypto investiert? Ich habe es vorher schon mal ganz kurz hier erzählt. Ich habe früher Drunk-Coining gemacht, haben wir das genannt. Das war auf Studentenpartys, da haben wir immer, wenn man gut angetrunken war, haben wir einfach Coinbase eingeloggt und ein bisschen Krypto gekauft. Und das war damals ziemlich dumm eigentlich, ne, wenn man keine Ahnung hat, was man eigentlich tut. Rückblickend jetzt ein bisschen glücklich gewesen. Aber ich bin jetzt nicht da super intensiv dran, dass ich da jetzt jeden Tag reingucke und so, sondern ich habe es halt irgendwie gekauft und jetzt liegt es halt da. Fabio, investierst du in Kryptowährung? Nein, leider noch nicht. Ah, okay. Warum nicht? Wo investierst du denn sonst dein Geld? In mein Unternehmen. Ah, so, jetzt habe ich neben mir den guten Sascha Drasser auf jeden Fall. Moin, ja. Wie verdienst du dein Geld und investierst du in Krypto? Also ich bin Stiftungsberater, ich helfe Unternehmern dabei, eine eigene Stiftung zu eruieren, ihr Vermögen in Sicherheit zu bringen und von da aus kann man hervorragend in Kryptos investieren. Sehr geil, sehr geil. Deswegen gehört er auch zu den 1% Unternehmern, auch hier, ja, Stiftungen, mega geiles Thema auf jeden Fall. So ist es. Ich auf jeden Fall auch schon viel erzählt. Wie viel investierst du so in Kryptowährung von deinem gesamten Portfolio? Also ich bin so bei 1-2%. 1-2%. Ja. Danke, Sascha. Gerne. Jetzt habe ich den God of Marketing hier, der Veranstalter von der Marktführer Mastermind. Das geht. Und wir machen so einen kleinen Vlog. Wir interviewen die ganzen 1% Unternehmer. Ich bin aber 0,1%. 0,1 sogar. 0,1. Das ist Illuminati sozusagen. Die Frage ist einfach, investierst du in Kryptowährung? Noch nicht. Noch nicht. Vielleicht mal in Zukunft irgendwann, aber derzeit noch nicht. Und die letzten Jahre noch nicht. Okay. Wo investierst du sonst rein? Alles andere. Mhm.
Wann geht ihr eigentlich mit der Firma an die Börse? Das wird nicht passieren. Wird nicht passieren? Machst du einen Börsengang, wenn du Kapital brauchst. Oh. Okay, das heißt, ich kann niemals eure etwas shorten. Ich habe einfach schon Kapital. Ich benötige eben zum Tanken etwas Kapital. Deswegen okay, auch stabil. Deswegen die 0,1%. Ja. Okay. Cool.